Filzhüte. Biberpelz ist ein hervorragendes Material für die Huterstellung. Er hält warm und ist selbst bei widrigen Wetterbedingungen und über längere Zeit formbeständig. Die steigende Nachfrage nach Filzhüten und der komplizierte Fertigungsprozess führten zum Wachstum eines wohlhabenden Hutmachersektors in unserer Wirtschaft. Preise erhöhen sich um 35% für Pelze. Sehr gut. So, 28%, macht mal hinne. Dann schauen wir mal, was wir hier alles bekommen. Ich will auf alle Fälle hier diese komplette Seite und vielleicht sogar das hier mit dem Gold. Das wäre natürlich auch super. Am besten wäre es eventuell, wenn wir hier rübergehen, die Sachen erstmal holen, damit wir die sicher haben. Gibt es hier... Gold gibt es hier drüben noch. Da sind wir jetzt natürlich nicht. Oh, habe ich jetzt hier... hier unten. Okay. Hier ist auf alle Fälle Gold. Miami hauen wir kaputt, aber alles der Reihe nach. Ich kann nicht zu viel gleichzeitig machen. Und ich sollte auch die Pause rausnehmen. Ich dödel. Sonst läuft hier natürlich nichts. Die Belagerung ist finished. Dann ziehen wir unsere Leute zurück. Wir verhandeln. So, auf alle Fälle wollen wir hier diese Provinz. Und dann nehmen wir hier mal die rüber. 21% Überdehnung. Hier nur Portugal. Portugal wieder Koalition, okay. Zack, 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 zack. Ah, das fühlt sich so gut an. Aber mehr können wir nicht nehmen. Das heißt, wir holen uns jetzt hier diese Dings und da müssen wir halt irgendwann gegen die nochmal Krieg führen. Vielleicht machen wir auch die hier zuerst, damit wir das Gold bekommen. Bekommen wir noch etwas Geld? Ja, 31 Dukaten. Das ist ja nicht verkehrt. Und mehr können wir nicht machen, weil die ja sowieso dann jetzt weg sind hier. Die sind komplett weg und dann bekommen wir hier das Gold noch. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls doch, müssen wir halt nochmal Krieg führen. Forderung senden. Sie haben unser großzügiges Friedensangebot angenommen. Vielen Dank dafür. Wohlan. Was? Wir haben einen Eroberungskriegsgrund gegen Cadraxio del Tolfus. Moment, wir können unsere eigenen Dinger erobern. Das verstehe ich jetzt nicht. Hier? Das müsste doch jetzt auch alles Cadraxia sein, oder? Ja, ist alles Cadraxio del Tolfus hier. Ah, wie schön das hier aussieht. So schön gelb, Mensch. Hier ist auch noch was. Was ist das denn? Die haben gar nichts. Quick. Gut, Rebellenaufstand steht kurz bevor. 80%, den können wir noch aushalten. Wir schicken euch mal hier zurück aufs Boot. Und vor allem schicken wir euch dann zurück nach Hause. Damit ihr... Ja, vielleicht nicht alle. Vielleicht schickt man nicht alle nach Hause. Weil sie zu groß geworden sind. Deswegen haben wir den Kriegsgrund hier. Aha. Aber die sind ja trotzdem noch Vasall von uns, ne? Ja, sind ja immer noch Vasall. Ist unsere Kolonialnation. Ein gesonderter Kolonialstaat. Sind dazu verpflichtet, dem Lehnsherrn monatlich Zoll zu zahlen. Aha. Okay. Ja, ist ja okay. Und wir haben einen weiteren Händler bekommen. Eieiei. Wo können wir denn den jetzt noch einsetzen? Hier vielleicht? Dann schöpfen wir hier ab. Alonso Teilez Giron soll hier abschöpfen. Dann ist er auch versorgt und wir bekommen noch mehr Kohle. 54! Unglaubliche 54! Gott, das ist ja... Was mache ich denn mit dem ganzen Geld? Gut, also, wen schicken wir nach Hause? Die 3,5 schicken wir nach Hause. Also die 3,5 schicken wir nach Hause. Die 3,5 schicken wir nach Hause. So, dann die 13 schicken wir nach Hause. Dann haben wir hier noch, das ist fast zu wenig, 2000, die hier noch rumstehen. Dann machen wir die, dann lassen wir die 3 da und schicken wir nur die 13 nach Hause.
So, und euch schicken wir dann in den Krieg gegen Portugal. Wir müssen wahrscheinlich nur ein bisschen warten mit Portugal, bis wir die Überdehnung wieder loswerden. Wieso haben wir denn jetzt keine Überdehnung? Hä? Das sollte doch eigentlich so sein. Seltsam? Na gut. So, würde 15 nach Hause schicken. Okay, das haben wir ja jetzt schon gemacht. Spanien, fahr aus Spanien. Fight. Nee, so machen wir das nicht. Ach, die können dann auch wirklich zu groß werden. Ich dachte, ich könnte ja alle einfach so zusammenfassen. Wenn wir hier alles einnehmen, dann werden sie relativ groß und dann kann es eine Vasallenwarnung geben. Ah, ach, die Kolonie hat jetzt die Überdehnung bekommen. Ah, da muss man ja immer um drei Ecken denken hier in dem Spiel. Wahnsinn. Die haben jetzt auch ein anderes. Ach so, die haben jetzt gelb und die hier haben grün. Gut zu wissen. Und jetzt haben aber die Gold. Na gut, da können wir jetzt auch nichts machen. Aber dafür bekommen wir ja von denen dann immer wieder mal etwas Kohle. Wir können hier Administratorpunkte ausgeben. Es sei denn, wir investieren die hier. Was haben wir denn als nächstes? Organisierte Rekrutierung. Baugeschwindigkeit Regimenter minus 10%. Naja. Und als nächstes würden wir bekommen Schatzflotte, Provinz, Handelseinfluss plus 10%, Zölle plus 15%, noch mehr Kohle. Uiuiui. Dann nehmen wir das hier, organisierte Rekrutierung. So, in den alten Zeiten würde der Hauptmann selbst die Männer seines Regiments rekrutieren. Dies war ein zeitraubendes Unterfangen, denn es gab nicht viele Männer, die als Teil unseres Heeres dem sicheren Tod ins Auge blicken wollten. Indem wir jedoch die Prinzipien der Vernunft in diesem Bereich zur Anwendung bringen, werden wir ein System schaffen können, das die Männer wesentlich schneller in Uniform bringt als zuvor. Dann Schatzflotte. Der Reichtum unseres Imperiums zieht Piraten und anderes Gezücht überall auf dem Erdball in seinen Bann. Wir werden ein Konvoi-System aufbauen, um den Reichtum zu schützen und nach Hause zu bringen. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin sehr zufrieden, wie das hier anläuft. Jetzt spielen wir gerade mal 40 Minuten und es läuft wie geschmiert. Ich habe Inflation bekommen für das Gold. Ah, okay, 0,8 ist ja immer noch gut. Heute habe ich in der Zeitung gelesen, steht es bei uns bei 1,6. Da sind wir ja noch bei der Hälfte gerade mal. Ich muss in meinem Vasallenfenster schauen, wann die Schatzflotte kommt. Sieht man denn das hier? Was sehe ich denn hier? Schatzflotte? Gut. Wir schauen jetzt mal hier, dass ihr nach Hause kommt. Unser Konquistador läuft irgendwo immer noch hier rum, oder? Der ist schon verloren mit seinen 160 Kilometer, die er zurückgelegt hat. Oh, ist der jetzt hier unten wieder? Nee. Achso, das sind die, die wir schon... Wo ist denn unser Konquistador hier? Oh, ganz hier oben. Huiui, da wird es aber jetzt kalt hier oben. Rechtmäßiges Eigentum. Spanien verliert Kernprovinz in Messina und Anspruch auf Messina. Nach Neapel, oder? Neapel erhält 15% Freiheitsstreben. Neapels Meinung über Spanien um minus 50 ändern. Huiui, was ist denn da los? Was haben die denn für ein Problem? Messina, wo ist denn Messina? Hier unten. Eieiei, können die uns denn leiden? Oh, da haben wir plus 200. Das ist ja überhaupt kein Problem. Plus 15% Freiheitsstreben bekommen sie. Wir machen das mal. So, unsere Handelsschiffe sind immer noch unterwegs. Unsere Burgen sind... Oh, die sind ja... Die laufen sogar. Ich dachte, die... Ach, weil wir wieder im Krieg waren, dann hat er sie automatisch wieder hochgefahren. Das heißt, wir hätten... Ah, okay, alles klar. Wir haben jetzt noch 30 plus, wir haben jede Menge Kohle. Können wir irgendwas bauen? Ich komme gar nicht hinterher mit den ganzen
Gebäude bauen. 0,19, 0,16. Die Optionen bleiben nicht mehr. Da haben wir nicht mehr recht viel. Kirche 0,10. Da ist. Na gut, dann bauen wir hier die einfach noch, die 0,16. Hier auch noch. Oh, da haben wir eh schon wieder alles weg. In meinem aktuellen Spiel mit Uesugi, ein Teil Japans, kolonisiert das Osmanenreich gerade die Philippinen. Die Amazonen mal wieder. Wir bekommen, wo können wir denn was brauchen? Das ist ja ein richtig gutes Ereignis sogar. Hier eher nicht. Wahrscheinlich eher hier, wobei hier können wir gar nicht mehr. Ja, dann machen wir lieber Admin, oder? Gut, sehr schön. Hier sind wir immer noch bei 80%. Wo ist eigentlich unsere Flotte? Einigung mit Eingeborenen in Connecticut. Die hiesige eingeborene Bevölkerung scheint unserer Präsenz nunmehr Akzeptanz entgegenzubringen. Dies wird langfristig große Vorteile bringen. Okay, das freut mich. Hohe Flottenzermürbung haben wir. Wo ist denn unsere Flotte? Oh, da ist sie. Ich hoffe, die hält ihr durch. Und dann kümmern wir uns um Portugal und vielleicht, ja gut, ganz werden wir Portugal jetzt nicht bekommen. Irgendwo war doch hier mal eine Anzeige, wo wir gesehen haben, wie viel wir noch brauchen. Das war irgendwie 180 oder so. War das hier drinnen? Ah, wo war denn das? Da konnte man sehen, wie oft wir noch Krieg führen müssen, bis wir Portugal komplett übernehmen können. Na gut, aber wir werden die jetzt auf alle Fälle verkleinern. Wir haben hier den Rebellenaufstand Susianische Nationalisten, die hier unten wahrscheinlich irgendwo auftauchen werden. Können wir die noch unterdrücken, damit die uns nicht in die Quere kommen. Gut, also die sind jetzt hier. Angekommen, 30.000 haben wir. Das ist schön, dann teilen wir euch mal auf. Die haben beide, nee, nicht beide einen Anführer. Das ist natürlich doof. Wir können noch einen Anführer holen, dann holen wir noch einen für dich. Sicher ist sicher. Wobei das hier wahrscheinlich auch Pillepalle ist. Bei Portugal, die haben ja auch nicht mal Verbündete. Die haben gar nichts. Nö. Gut, also wir müssen natürlich zuerst wieder, Spionagenetzwerk hier oben brauchen wir nicht mehr, wir müssen natürlich zuerst wieder aufbauen. Wir haben hier keinen Kriegsgrund, oder? Eroberung der Kolonie St. Lucia in Nordamerika. Das wäre gar nicht mal schlecht hier. Dann machen wir das doch. Dann holen wir uns die, dann brauchen wir gar keinen Anspruch fingieren. Savoyen brauchen wir nicht. Und los geht's. Rüber mit euch. Da hat er 5000 aktuell. Können wir hier gleich rüber. Ah, hier können wir rüber. Okay. Das sollte nicht allzu schwer sein. Vertreibung der Händler. Unsere Händler sind zu erfolgreich. Die Eigentümer eines lokalen Handelspostens halten ihre unternehmerischen Ideale aufrecht und versuchen, unsere Händler von dort zu vertreiben. Sie bleiben! Hispaniola, die Tollfuß Meinung über Spanien hat sich um minus 25 geändert. Oder die Händler werden sich etwas zurückhalten. Was haben wir denn hier Meinung? Die sollen sich nicht so aufspielen hier. 110, das passt, die bleiben. So, wir haben gewonnen hier oben.
Dann schwärmen wir gleich mal aus, soweit das geht. Oh, da kommen wir gar nicht hoch. Wir spalten mal ab. 10.000 brauchen wir hier. Ja, ich denke mal, das ist eine sichere Sache hier. Wieso ist denn hier schon besetzt? Da waren wir ja doch noch gar nicht. Seltsamerweise. Ich habe den falschen Bildschirm. Ah, okay. Okay, falscher Bildschirm. Alles klar. So, mit dem 5000 marschieren wir jetzt nicht hoch. Das ist mir dann doch etwas zu unsicher. Okay. Da kommt auch schon Verstärkung. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Was wir hier für eine Übermacht haben. Was können wir denn als Papst machen? Noch gar nichts. Da brauchen wir noch ein bisschen Papsteinfluss. Ruhm der Armee. Unsere glorreiche Armee erhöht das Prestige unserer Nation. Ruhm für uns. Also, was ist heute los hier? Was? Eine Armee mit 20.000 ausheben für den Notfall? Momentan brauchen wir die doch gar nicht. Da sparen wir uns doch lieber die Kohle. Was haben wir denn hier an Armeegrenze? Holla die Waldfee, 74. Uiuiuiui. Da hantieren wir gerade mal mit der Hälfte aktuell. Wir haben Unruhen, ja, ist okay. Hier unten sind wir jetzt bei 50 immer noch, das passt auch. Oh, minus 57. Dafür sind wir hier gleich fertig. Können wir jetzt hier durch? Ja. Ah, Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt die Frage, ob wir die Kolonien hier auch einnehmen müssten. Hier unten. Oh, macht das hier vielleicht Hispaniola sogar? Die blockieren auf alle Fälle. Wir halten ein Friedensangebot, das ich ignoriere. Und jetzt kümmern wir uns mal hier um die. Wenn wir schon dabei sind, nehmen wir hier auch noch ein. Da kann man ja mal Armee pushen. Dänemark ist Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Ich glaube, das Spiel ist kaputt. Bei dir oder bei mir? Bei mir ist immer noch. Bei mir ist immer noch Österreich. Wie immer. Gut. Das ist schon Wahnsinn, wie das aktuell läuft. Jetzt kann uns doch eigentlich nur noch irgendwie so ein großer gefährlich werden, wenn irgendwie das Osmanische Reich oder so kommt. Frankreich vielleicht noch, wenn Frankreich irgendwelche Verbündeten hat. Ja, zum Beispiel das Osmanische Reich und Schottland und Savoyen und die Niederlande. Uiuiui. Da könnte es dann nochmal kritisch werden. Gut, wir ziehen euch wieder zurück. Brauchen wir nicht mehr. Wir könnten mit euch jetzt irgendwo vielleicht hier noch besetzen. Aber das ist halt fast schon zu überdimensionieren. Aber das dauert sowieso jetzt noch, bis wir hier die Burg haben. Wir haben gerade mal 48 momentan. Dann nehmen wir die kleinen Inseln auch noch ein. Was hat er denn hier noch? Hier unten hat er nichts mehr. Das Einzige, wo er noch was hat, ist hier drüben.
Kolonialexpansion. Diplomaten in unseren Kolonien in der Neuen Welt berichten von Unruhen entlang der Grenze. Die kontinuierlich schnelle Expansion der Siedler hat die benachbarten eingeborenen Stämme sehr verärgert. Wenn wir Interesse daran haben, zu diesen Stämmen weiterhin gute Beziehungen zu unterhalten, müssen wir die Expansion unserer Kolonien limitieren. Ist mir doch egal. Lasst sie nach eigenem Ermessen expandieren, na klar. Da tun wir doch gar nicht lang hier rum. Ja, der 3000, okay. Dann holen wir uns die noch. Oder auch nicht. Gut, nochmal ein kleines Stückchen Land. Aber ich denke mal, das war's dann. Dann müssen wir jetzt warten, bis hier die Burg fertig ist. Es gibt einen neuen Papst, wie schade. Vom Kirchenstaat natürlich wieder. Die Belagerung wurde gewonnen. Wir haben 94%, das muss doch mal reichen. Dann holen wir euch zurück. Was ist das denn hier? Zu viele militärische Anführer. Jetzt auf einmal. Was ist da denn jetzt los? Wir hatten doch... Jetzt haben wir auf einmal nur noch zwei. Haben wir einen zusätzlichen militärischen Anführer bekommen, weil wir Papst waren? Weil das jetzt hier irgendwie ist das so zusammengelaufen. Komischerweise. Ich fürchte fast, aber ist egal. Dann können wir ja einen loswerden. Einen Anführer. Die Frage ist nur, welchen? Den hier. Und dann sind wir wieder im grünen Bereich, oder? Habe ich jetzt... Oh, jetzt habe ich ihn... Oh, Mist. Jetzt habe ich jetzt gewechselt? Nee. Ich kann den wahrscheinlich jetzt gerade nicht wegnehmen. Dann fahren wir mal zurück. Und verhandeln. Anschließend. Ah, weil wir den Papst verloren haben. Okay. Wusste gar nicht, dass der Papst noch zusätzliche Anführer garantiert. Das ist ja auch ein komisches System. Dann, ihr seid hier angekommen. Manuel Manrique wird jetzt entlassen. Nee, kann ich denn dich nicht? Kein Anführer. So, und jetzt hier vielleicht. Jetzt kann ich... Oh, den will ich natürlich nicht entlassen. Dann müssen wir hier mal wechseln. Eieiei, komplizierte Sache. Und ihn müssen wir hier weiterhauen. So. Und jetzt passt wieder ein Friedensangebot. Ablehnen und wir verhandeln. Gut, wir nehmen uns auf alle Fälle als erstes mal die ganzen Kolonien hier. Die hier oben, Turksinseln. Oh gut, da wird alles gelb dann. Madeira, St. Martin, Antigua, Puerto Rico, Kitts, Thomas. Das ist Wahnsinn. Trinidad, und jetzt ist alles hier unser. Und dann haben wir jetzt noch, was haben wir hier noch? Algarve, dann geht es nämlich jetzt hier los. 118. Ja, kein Problem. Quiche und Portugal. Zack, zack, zack. Gar nicht mal schlecht, oder? Dann ist Portugal nur noch so klein und beim nächsten Krieg in 10 oder 15 Jahren sind sie dann komplett weg. Etwas Kohle hätte ich gern noch. Mehr gibt es sowieso. 130, ja, ist ja gar nicht mal verkehrt. Gut. Wurde akzeptiert. Was sollen sie auch anders machen? Und wir können jetzt wieder Kernprovinz machen. Müssen wir denn hier drüben? Ach so, die gehören ja alle zu uns. Dann müssen wir hier quasi die Kernprovinz machen erstmal. Gut.
Schön. Es wird immer schöner, immer größer. Provinzverbesserung können wir auch bauen. Wir haben schon wieder viel zu viel Kohle. Ich passe da immer nicht auf. Und dann habt... Sollen wir eigentlich irgendwie... Okay, sowas machen wir nicht. Das ist ja... Da kenne ich mich gar nicht aus. Da müssen wir ja auch Machtpunkte investieren. Und die sind eh immer so knapp. Ich dachte, das würde mit Geld gehen. Korruption steigt. Stände fordern Kontrolle über Provinzen mal wieder. Und wir haben Armeen im Exil. Die holen wir natürlich zurück. Gut, dann halten wir erstmal wieder die Füße still. Wir senken die Armeeausgaben. Wir senken die Armeeausgaben. Korruption wird bekämpft, das passt. Kolonien haben wir momentan 42... What? Oh, wir haben 7 Kolonien. Da habe ich ja gar nicht aufgepasst, hier zu zählen. 42 Goldstücke. Und deswegen sind wir hier so knapp bei Kasse. Uiuiui. Dann gebe ich noch nichts aus momentan. Und spare lieber noch ein bisschen. Da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Na gut. Was wollte ich machen? Dann bauen wir auch die Armee noch nicht weiter aus. Das ist aber dann in Planung. Korruption. Beziehungen verbessert. Mit Spanien. Hispaniola de Tollfuß hat sich um 30 geändert. Das freut mich natürlich. Können wir noch irgendwas konvertieren oder ähnliches? Hier haben wir noch irgendwo die Rebellen bei 0%. Das ist auch schön. Und dann lassen wir erstmal alles ruhen. Legen die Füße hoch und warten ab. Ah, jetzt verlieren wir natürlich Kohle. 230 Stück. Eieiei, wir sind im Minus. Wegen den Kolonien. Holt den Sparstrumpf raus. Und jetzt ist auch wieder noch ein Berater gestorben. Wenn's kommt, dann dicke. Haben wir denn hier? Beziehungen verbessern, koloniale Reichweite, Spionagenetzwerk. Da ist irgendwie keiner dabei, der richtig... der wäre gut. Zölle plus 10%. Der kostet 14 Gold im Monat. Das können wir uns momentan nicht leisten. Ah, dann machen wir hier die Beziehungen verbessern. Ist ja egal. Hauptsache, wir bekommen Machtpunkte. Ich habe da den Fokus rausgenommen, soweit ich noch mich erinnere. Können wir erst 1576 wieder ändern. Uiuiui. Dann müssen wir uns noch um die Stände kümmern. Und zwar der Adel hätte gerne was. Was bekommt denn der Adel hier? Dann bekommt der Adel das hier. Dann ist er auch wieder beruhigt. Gelb wird meine Lieblingsfarbe, das habe ich beschlossen jetzt. Richtig, hohoho, jetzt sehe ich es erst. Oh, wir haben hier Rebellen. Wem können wir denn den Krieg erklären? Genua? Ja, das brauchen wir momentan gar nicht. Und eine Revolte in Xicalanco. Wo ist das denn? Genau dort, wo wir unsere Armee haben, mit null Moral. Das ist ja toll. Können wir denn flüchten? Eieiei, da müssen wir hier nochmal aufbauen. Eieiei, 4,5 haben wir hier. Na gut, ich hoffe mal. Den werden wir irgendwie Herr werden. Der bräuchte auch theoretisch einen Anführer. Können wir den austauschen, wenn wir hier den wegnehmen? Wenn wir hier den rausnehmen, kein Anführer. Und dafür hier reinsetzen. Da müssen wir halt ein bisschen, ne, müssen wir halt haushalten. So, Manuel.